Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Bewegungswissenschaftler da, den ich mit ihm einmal diskutieren möchte, warum so viele Menschen immer mehr an Knieprobleme leiden. Und was macht man, wenn man Knieprobleme hat? Man nimmt Schmerztabletten oder irgendwann ist der Gang zum Orthopäden da. Da gibt es eine orthopädische Operation, ein neues Kniegelenk und. Ich weiß nicht, ob wir da nicht alle viel zu schnell agieren und keine Prävention betreiben. Und das möchte ich heute mit dem Bewegungswissenschaftler besprechen. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen den Gast vorstellen. Es ist nämlich der Karl Müller. Ganz herzlich willkommen, lieber Karl. Ja, das ist dein Leben, der Bewegungsapparat, wie der funktioniert und was man alles machen kann. Und ich möchte hier ganz besonders mal wirklich reingrätschen. Wir Menschen reagieren immer erst dann, wenn der Schmerz da ist. Ja, der Schmerz ist das letzte Warnsignal, denn vor dem Schmerzen entstehen die ganze Entstehungsgeschichte von diesen Schmerzen. Jetzt reden wir insbesondere von Knie, Hüft, Rücken, Fußbeschwerden, Beschwerden am Bewegungsapparat. Das beginnt eigentlich schon mit Muskeldysbalancen, weil man auf dem harten Flachen Boden geht, weil man viel zu viel sitzt, benutzt, werden unsere Gelenke fehlbelastet. Mhm. Der Schmerz ist dann erst das Letzte, was passiert. Und dann reagieren wir erst. Würden wir den ganzen Alltag barfuß zum Beispiel auf Naturboden, man kann sich vorstellen, barfuß im Sand gehen, dann würden ja die Fußgelenke sich völlig anders bewegen, weil die Muskulatur völlig anders beansprucht wird. Zum Beispiel die Schienbeinmuskulatur, barfuß im Sand. Da muss man jedes Mal den Fuß anheben, weil man sonst ja fallen würde. Und da macht der Fuß eine kräftige Bewegung. Mhm. Das heißt, die Schienbein, Waden, vordere Oberschenkel, hintere Oberschenkelmuskulatur, die ganze Muskulatur wird so ausbalanciert am ganzen Bewegungsapparat, Bauchrückenmuskulatur sogar. Das war gerade ein wunderbares Beispiel. Ich habe nämlich ein Laufband, ein ganz spezielles Laufband ohne Motor, wo ich noch selber das Band zurückziehen muss. Weißt du, wie viel Muskelkater ich hatte in den Skibeinen und hinten in den Waden? Ja, genau. Aber es ist genau das, was du gesagt hast. Ja, und Muskeldysbalancen, also wenn diese gesamte Muskulatur nicht in Balance ist, dann gibt es schon Fehlbelastungen, jetzt zum Beispiel in die Knie. Mhm. Die tun aber erst nach ein paar Millionen oder ein paar Dutzend Millionen Schlägen tun die weh. Wäre die Muskulatur ständig ausbalanciert, würden wir im Laufe des Lebens überhaupt nie Schmerzen bekommen. Mhm. Den Beweis dafür gibt es bei den Naturvölkern. Die kennen diese Art von Problemen gar nicht. Mhm. Also Rückenprobleme, Abnützungen von Knien, das gibt es dort gar nicht. Die Knie sind nicht gebaut, damit die irgendwann wie bei einem Auto ein Ersatzteil voraussetzen. Mhm. Es braucht kein Ersatzteil, Kniearthrose und so weiter. Das ist alles nur vorprogrammiert, weil wir uns falsch bewegen. Mhm. Wir haben hier ein Bild von zwei Skeletten, die da gehen. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Und da sehen wir, der eine, das ist so, wenn ich hier so rübergehe, das ist ja eigentlich der Gang, der heutzutage von uns Menschen mit Knieproblemen immer mehr der Fall ist. Wir laufen auf Beton, wir können nicht schön abrunden, die Arme bewegen sich auch schon nicht mehr, wie wir da sehen. Und jetzt gibt es diese Probleme hier an den Knien. Hier und hier oben noch das dritte Problem. Und das wäre eigentlich die Lösung innerhalb von Naturvölkern, die eben nicht auf Beton gehen, oder? Ja. So ist es. Der Mensch, das Skelett links, bewegt sich so, das sind übrigens echte Skelette, das sind echte Menschen, das sind nicht irgendwelche Animationen. Der Mensch links bewegt sich so,
weil die Füße ganz kraftvoll gehen. Und durch dieses hinten Ferse belasten, also Fersenkontakt, und dann schon die Muskulatur vorspannen, dann kräftig abrollen, das hat zur Folge, dass man jetzt links sieht, wie sanft die Knie belastet werden und rechts, wie es bei jedem Schritt einen Schlag in die Knie gibt, also eine Fehlbelastung, weil unten am Fuß nichts passiert, weil der Fuß nicht kräftig abrollt. Warum rollt er nicht kräftig ab? Weil sein Alltag fordert das gar nicht. Der flache, harte Boden zusammen mit einer flachen Sohle fordert den Fuß nicht. Es entsteht ein sogenannter, jetzt ist mir das Wort gerade entfallen, ein Klappfuß. Immer mehr im Laufe des Lebens, weil eben die Schienbeinmuskulatur und die Wadenmuskulatur nicht natürlich zusammenarbeiten müssen, weil der Boden flach ist. Ich kann einfach so passiv gehen, spannt man die Muskulatur nicht vor und darum entstehen diese Schläge in den Knien. Aber das ist ja eigentlich heutzutage in unserer zivilisierten Welt ja gang und gäbe, dass wir eigentlich auf Beton laufen, immer hart ausgesetzt sind. Das heißt, eigentlich ist dieses Szenario, dieses Ganges unsere Zukunft. Als junger Mensch werden wir genau so laufen mit der größten Wahrscheinlichkeit. Ja, das sehen Sie so. Schauen, beobachten Sie mal die Menschen auf der Straße. Ob alt oder jung, man geht einfach passiv. Es ist nicht diese Vorspannung im Körper drin, diese Spannung im gesamten neuromyofaszialen Apparat, im Muskelfaszienapparat, diese Vorspannung fehlt. Darum fällt der Mensch immer mehr zusammen. Wenn man jünger ist, dann ist man vielleicht noch ein bisschen aufrechter und man kann dann zuschauen im Alter. Bei 60 beginnt das, 70, 80 fällt man immer einfach noch mehr nach vorn. Aber das Gangmuster ist eigentlich dasselbe wie rechts und beginnt eben schon in jungen Jahren. Und wenn dann ein Schmerz kommt, ja, an was denkt man zuerst? Ah, ich muss mal zum Arzt, ich muss mal schauen, wie dieses Knie innen aussieht. Dann macht man ein CT, Computertomographie oder ein MRI, geht man in die Röhre und dann stellt der Arzt fest, ja, Arthrose und ah, jetzt muss man das langsam mal, müsste man da was machen, zum Beispiel, wenn man Innen- oder Außenmeniskusprobleme hat, dann sagt man, ja, das ist so eine halbstündige Operation, ambulant, das ist nur minimalinvasiv, da glättet man ein bisschen den Knorpel, und dann ist das alles wieder gut. Das ist völlig der falsche Weg. Man überlegt gar nicht, wo ist die Ursache? Ja, und eigentlich müsste man ja an der Ursache arbeiten. Weil wenn man dann dort etwas macht, erstens mal, auch wenn es minimalinvasiv ist, schneidet man die ganzen Faszienschichten durch, das verklebt, das vernarbt und das macht er ja auch nicht beweglicher. Nein, es macht unbeweglicher und die Unbeweglichkeit ist der andere Faktor im Alter, das große Problem. Aber ja, man lässt sich da unters Messer gehen und man kennt die Alternativen gar nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist aber auch nicht bekannt und wir werden auch nicht geschult oder informiert darüber. Es ist für uns einfach normal, dass wir auf Beton gehen. Aber ich habe mir kürzlich einen Spaß gemacht und zwar habe ich dieses Bild noch im Kopf gehabt. Ich gehe es nochmals an und schaue mir jetzt nur mal die Arme an. Siehst du, hier habe ich eine Armbewegung und hier überhaupt nicht. Und dieses Bild haben wir uns an einem Sonntag den Spaß gemacht, am See, unten am Bodensee, von 100 Leuten, die uns entgegengekommen sind mit dem Spazieren. Was meinst du, wie viele von 100 Leuten hatten eine Armbewegung nach vorne und zurück? Wenn die Leute schneller gehen, dann gibt es
eher noch ein bisschen einen leichten Armschwung. Nee, es war Spaziergang. Spazieren hat man praktisch fast 100, fast niemand. Ja, also es waren 24, waren es noch von 100, ja, die tatsächlich die Arme geschwungen haben. Da müsste man dann schauen, wie alt die sind. Dann eher die Jungen wahrscheinlich, die ja, die Arme noch geschwungen haben. Ja. Und eben mit der Gehgeschwindigkeit. Und ob man noch etwas trägt oder nicht, hat natürlich auch noch einen Einfluss. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber das passive Gehen, was zu einer Blockade in den Schultern und im reaktiven Armschwung zur Folge hat, Das beginnt an den Füßen. Das hat damit etwas zu tun, dass die Füße nicht kräftig arbeiten. Es gibt Menschen, die von Haus aus, wahrscheinlich aus den Genen heraus, kräftiger arbeiten mit den Füßen. Die Kräfte gehören in die Füße, wie beim Autoantriebsrad. Dort unten wird die Kraft übertragen. Und das sind aber ganz wenig Menschen, die das intuitiv so machen und deswegen auch eine gewisse Körperspannung haben. Es braucht eben die Körperspannung von unten bis oben, damit der Arm zu schwingen beginnt. Sonst bei jedem Gelenk, wenn die Körperspannung in den Muskelfaszien nicht drin ist, wenn die fehlt, dann bei jedem Gelenk wird die wie abgeschnitten. Mhm. Man sieht dort, beim Hüftgelenk wird schon abgeschnitten, dann, weil das Becken nach unten geht, werden diese Kräfte, diese Spannungen auch nicht mehr weitergeleitet. Im Nacken werden sie nicht weitergeleitet und diese knieschlagende Haltung ist dann die Folge davon. Ich habe es natürlich nicht bei allen so gesehen, dass die Knie so weiter nach vorne sind und da die Hüfte zurück, der Kopf wieder nach vorne. Aber wenn die Arme nicht schwingen, ist ja das schon eine Indikation, dass der ganze Bewegungsapparat hart aufschlägt, oder? Ja, dass man kann es an der Beckenstellung sehen, man kann es am Armschwung sehen, man kann es an der Kopfhaltung sehen. Mhm. An verschiedenen Punkten kann man sehen, wie stark die Knie belastet werden und auch die Hüften natürlich. Also zusammenfassend heißt das, wenn wir sehen, dass wir so gehen, ist eigentlich die Folge daraus, dass wir irgendwann auch Knieschmerzen haben werden und dann eben diese orthopädischen Geschichten durchleben müssen. Das wollen wir nicht, das heißt, Prävention wäre natürlich ideal. Und hier gibt es ja eben diese rückfedernden Bereiche, die Sohlen, die mir eigentlich das Gefühl vermitteln, wie auf einem Trampolin zu gehen. Oder im Sand am Meer zu spazieren. Und daher würde ich eigentlich sofort wieder den anderen Gang haben. Ist das korrekt? Ich muss eigentlich nur eins machen. Ich muss diesen harten, flachen Boden weich ist gefährlich. Wenn der harte Boden ganz weich wäre, dass er sogar die Schläge dämpft, dann provoziert das zu noch mehr Passivität. Es muss elastisch federnd sein. Also der Boden muss dieser harte, flache Boden muss in einen federnden Boden verwandelt werden. Man kennt das so in Turnhallen, so Matten, die so zurückfedern. Ja. Oder der Boden beim Kunstturnen und so, sowieso federt so leicht. Dann gibt es auch so federnde Matten, die man so aufblasen kann. Wenn man dort geht, dann geht man automatisch sofort anders. Wenn man auf elastisch federndem Material geht, dann beginnen die Füße plötzlich zu arbeiten. Man muss sich gar nichts überlegen. Und wenn die Füße arbeiten, kräftig arbeiten, das ist jetzt ein spezieller Fall, dann verändert sich der ganze Gang. Der Gang wird dann auch symmetrischer. Für jemanden, der hinkt, wird das symmetrischer. Man wird stabiler. Man denkt, wenn man auf einem weichelastischen Material geht, dann wird man unstabiler, aber man wird stabiler. Das schauen wir uns jetzt ganz detailliert nochmals an. Ja. Also wir haben hier ja das Beispiel eines Menschen, der wirklich Gehprobleme hat und der läuft jetzt auf einer Matte, so wie in der Turnhalle du gesagt hast. Genau. Und einmal sehr behindert und einmal... Jetzt ist da etwas abgehakt. Jetzt sieht man ihn.
Jetzt sieht man ihn von, hackt er wieder ab und dann irgendwie hackt das Video. Ja. Aber man sieht, dass jetzt. Er rechts, erstens mal legt er den Stock weg. Ja. Und dann, weil diese Matte weich und elastisch federnd ist, ja, wieso? Eigentlich ist genau das. Wie geht er symmetrischer? Also er hinkt weniger und er braucht den Stock nicht mehr. Er geht sicherer. Mhm. Warum geht er sicherer? Auf etwas Unsicherem. Ja, der Fuß wird das auskrollen. Weil die Füße arbeiten, weil die Füße stabilisieren den Menschen. Mhm. Genau. Eigentlich muss man nichts machen und es ist auch die einfachste Therapie, auch nicht so gefährlich und ursächlich, wenn man eben die Füße plötzlich arbeiten lässt. Wie wir vorher bei den Skeletten gesehen haben, wenn die Füße arbeiten, dann kommt Körperspannung in den ganzen neuromyofaszialen oder den Muskelfaszienapparat rein. Diese Körperspannung, die Anspannung der Muskeln, schont die Gelenke. Etwas anderes muss man gar nicht tun. Dann gehen die Schmerzen weg. Sind unsere Füße fast ein Leben lang eingesperrt und können ihre Funktion gar nicht richtig ausüben. Das ist das Problem. Nämlich den ganzen Bewegungsapparat abzudämpfen, über die ganzen feinen Knöchelchen, ich glaube, das sind irgendwie 52 Knochen oder was im Fußgelenk drin? Etwa 30. 30 also. Knochen und Muskeln, beide je etwa 30. Okay. Genau. Und diese werden durch den flachen, harten Boden so verwöhnt, dass sie gar nicht mehr arbeiten. Und wenn Füße nicht arbeiten, ist das ja ein Zeichen, dass die Muskeln nicht arbeiten. Und wenn die Muskeln nicht arbeiten, sich nicht anspannen, dann können sie die Funktion der Gelenkschonung, diese Stoßdämpferfunktion für die Kniegelenke gar nicht ausüben. Und darum entstehen die Probleme. Jetzt, wenn man Probleme hat, dass der Schmerz da ist, und das mal probiert mit diesem Gehen, am Anfang ist schon wichtig, dass man auch richtig geht, dass man weiß, wie man, aber das dauert 10 Minuten. In den allermeisten Fällen sind die Schmerzen in 10 Minuten weg. Da ist das Thema Operieren dann kein Thema mehr. Ich habe auch schon oft erlebt, da haben die Menschen schon künstliche Kniegelenksoperationen, Termine gehabt und Termin abgesagt. Und sind seit vielen Jahren schmerzfrei. Also das ist unglaublich. Aber nochmals, als ich es richtig verstanden habe, also ich hätte immer noch gerne von der Prävention, also wenn wir eigentlich immer, gehe jetzt wieder zurück zu diesem Bild, so laufen wie jetzt hier, mit dieser Rückfederungen, dieses weiche Verhalten, jetzt muss der Fuß arbeiten, der muss alles ausgleichen und es kommt sofort die Armschwenker dazu. Oder? Ja, genau. Der Körper gleicht es aus. Dann habe ich die beste Gesundheitsprävention. Genau. Ja, klar. Auch beim langsamen Gehen kommt dann der Armschwung. Auch wenn man ganz langsam geht, weil die Spannung drin ist. Und die Prävention wäre natürlich das Beste. Das heißt, nur Knieschmerzen, keine Hüftprobleme und auch diese Genickproblematiken, die immer häufig auftauchen, wären eigentlich so mit vom Tisch. Wenn man die Muskulatur, die Muskelfaszien ständig bewegt, können sie nicht verkleben. Wenn sie nicht verkleben, gibt es keine Schmerzen. Nur, wer macht das schon präventiv? Tja, also meine Kinder zum Beispiel, jetzt, nachdem ich ihnen das mal aufgeklärt habe. Und das ist mir aufgefallen. Ja. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie es ihnen geht, aber du weißt das vielleicht besser, ob das etwas bringt. Ja, also die eine Tochter war jetzt gerade irgendwie so 10 Stunden lang in Zürich spazieren mit Freunden ohne diesen Rückfederungsschuh und sie hat gesagt, Vater, das war mein letztes Mal. Das mache ich mir nie mehr. Ich musste von Bank zu Bank sitzen und die Füße hochhalten. Das ist natürlich hier nicht mehr der Fall. Da kann man unendlich lange gehen. Hier haben wir nochmals so ein Bild, wo eben mit nochmals neben der Matte und ohne Matte und man sieht sofort diesen aufrechteren Gang. Was der Anfang ist, letztendlich zur Heilung. Das heißt also, Ist ja kein Training, das er dazwischen hat. Das ist nur plötzlich geschehen. Sofort, Und die Knieschmerzen gehen in den meisten Fällen auch sofort weg. Ich muss da erstens mal sagen, in den meisten Fällen,
Bei einigen Fällen gehen die nicht ganz weg, aber die Reduktion habe ich bis jetzt immer erlebt, Schmerzreduktion, wenn man richtig geht. Man muss das schon ein bisschen üben. Die Füße sind sich gar, diese Schienbeinmuskulatur ist sich gar nicht gewohnt, vorzuspannen, den Fuß anzuheben. Und das muss man ein bisschen lernen, dauert etwa 10 Minuten und nach 10 Minuten klappt es in fast allen Fällen. Gut, also unser Aufruf darf man schon so sagen, wenn Leute Schmerzen haben, bevor man in die Operation ginge, als letzte Instanz oder letzte Option, wäre es doch sinnvoll, einfach mal in einem Fachhandel vorbeizugehen und das zu testen, ob er jetzt selbst auch sofort positiv auf so einen arbeitenden Fuß reagieren kann. Das heißt, dass der Gelenkapparat schmerzfrei wird oder die Tendenz dazu da ist, sodass man da noch ein bisschen herauszögern könnte, diese Operationen zu machen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir möchten ja keine Kunden, die unzufrieden sind nachher, die so teure Schuhe kaufen und nachher sagen, das hat nichts genützt. Darum bieten wir die Möglichkeit, unsere weich, elastisch federnden Trampolinschuhe 2 Wochen für 30 Franken oder, glaube 25 Euro, 2 Wochen lang auszuprobieren, damit man auch sieht, bringt mir das, 2 Wochen schauen kann, was bringt mir das und dann frei entscheiden kann. Dann kann man die zurückgeben, das Risiko ist dann 30 Franken oder 25 Euro. Ja, das ist uns ganz wichtig, weil wir nicht nur etwas behaupten wollen, was dann nicht hilft, das dient niemandem, weder dem Kunden noch uns. Und darum gibt es diese Möglichkeiten auch im Internet. Also in der Schweiz habe ich es schon in der Apotheken gesehen, in einer Ecke stehen ganz viele Auswahl und da wird top beraten und man kann da wirklich auch innerhalb der Apotheke das testen und versuchen und die ersten Gehversuche starten. Das wird in Deutschland sicher nicht anders. Ja, die ersten Gehversuche kann man in einem Shop schon machen, natürlich. Und man kann auch im Shop kann man sie mieten, wenn man sie dann, wenn man noch nicht ganz überzeugt ist oder überzeugt, aber sich vielleicht fragt, ja, wie ist dann das morgen und übermorgen? Nützt das immer noch was? Dann kann man sie eben 2 Wochen risikofrei ausprobieren. Schon relativ einfach. Ja? Wenn man es wüsste, könnte man so viel Leid verhindern oder vermeiden, dass es überhaupt so weit zu einem Schluss kommt. Ich war gestern Skifahren und auf dem Skilift war das Hauptthema der anderen Leute, das sind ja so 6er-Sessel und ich war alleine. Und jedes zweite Mal war das Diskussionsthema Knieschmerzen. Eine war eine Ärztin sogar, neben mir links gesessen. Und die haben diskutiert über Knieoperationen, aber nur über das Thema Operation haben sie gesprochen. Und das finde ich so schade. Dass, ja, wo ist die Lobby dahinter? Dass es eigentlich einen Grund hat, dass wir so viele Probleme haben im Bewegungsapparat. Ich sehe nämlich keine Lobby. Die Lobby, die ich sehe, sind eher letztendlich aus der medizinischen Sichtweise die letzte Lösung, wo man natürlich letztendlich bewirbt und sagt, hallo, wir haben künstliche Gelenke, kein Problem. Aber ich behalte halt lieber das eigene Gelenk. Und ich denke, den Zuschauern geht es genau gleich. Wenn wir wüssten, an was es liegt, dass dieser Bewegungsapparat leidet, würden wir es alle frühzeitig ändern. Ja, und es ist halt schon ein riesiges Geschäft. Es ist in der Schweiz und in Deutschland auch. Es werden 20% der Gesundheitskosten gehen in orthopädische Operationen. Also 20%, das ist in der Schweiz, glaube ich, 10 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche, für die, die aufgewendet werden für, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, lassen wir die Zahlen mal weg. Das aber es sind 20%, es ist der größte Posten. Also für orthopädische Operationen wird mehr Geld ausgegeben als für Krebs. Weißt du, das weiß ich sicher. Es gibt auch eine Ignoranz. Ich hatte kürzlich eine Dame, eine ältere Dame, 75, will die Hüfte operieren gehen. Und ich habe gesagt, sie soll doch einfach mal das testen, was ich jetzt von dir auch gehört habe. Aber du, nee,
kein Interesse. Ja. Nicht mal testen. Das null Bock darauf gehabt. Der Arzt hat mir gesagt, ich müsse jetzt ein Hüftgelenk kriegen. Ich muss. Mein Arzt hat gesagt, ich muss. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, dass wir so Schulmedizingläubig sind. Ja. Das ist wirklich ein Problem. Und dass man die Alternativen gar nicht ausprobiert. Ja. Ich sage ja, die machen es ja schon gut. Aber wenn hier die Ursachen sind, kann ich auch die Ursache auflösen und die Wirkung ist weg. Ja, genau. Also es gibt sicher gute Sachen. Man darf sogar mal eine, wenn es ganz schlimm ist, mal eine Kortisonspritze, wenn es einmal ist. Aber da nur dazu, um den Teufelskreis von Blockaden, Verspannungen, Schmerzen zu lösen. Aber nachher muss man oder parallel muss man an die Ursache ran. Wenn man nicht an die Ursache geht und ständig nur operiert, dann zieht eine Operation die andere nach. Zuerst das Knie links, dann das Knie rechts zum Beispiel, dann die Hüfte links, Klar. Dann der Rücken. Und dann ist man mit 80 am Rollator. Ja, das ist auch eine fürchterliche Tendenz. Jetzt noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt gerne mehr wissen möchten, über was wir da jetzt genau reden, über die Technologie, wie das gebaut wurde, wie das aussieht und. Gibt es da irgendeine Plattform, die du mir gerade empfehlen könntest, wo die Zuschauer draufgehen können und sich schlau lesen können? Ja, wir sind ja Schuhhersteller. Mhm. Wenn man unter Kybun, K-Y-B-U-N oder Joya oder und Joya, J O-Y-A schaut, dann findet man all die Informationen. Wir sind zwar Schuhhersteller, produzieren in der Schweiz und in Italien, eben Schuhe mit elastisch federnden, so Trampolin-ähnlichen Materialien, aber unser größtes Anliegen ist die Wirkungsweise, ist die Lösung gegen Probleme am Bewegungsapparat, Rücken, Hüft, Knie. Und wenn man dort schaut, dann findet man auch sehr viel wissenschaftliche Information über die Hintergründe, woher welches Problem kommt, wie die Lösung ausschaut, welche Übungen wir zusätzlich noch empfehlen. Das ist noch ganz wichtig, dass man eben auch Übungen, alleine unsere Schuhe sind nicht die Lösung. Oder sind mal eine erste Lösung, um einen großen Schritt weiterzukommen für fast alle Fälle. Aber wenn man dann noch, also wenn ich wieder so beweglich werden möchte, wie ich halt früher als Kind mal war oder als Kleinkind sogar, an dem arbeite ich tagtäglich, bringe meine Füße wieder hinter den Kopf und so weiter. Unfassbar. Dann braucht es noch, dann hat man natürlich noch mehr, dann ist dem Erfolg gibt's keine Grenzen mehr. Und alles, all solche Sachen findet man auf der Webseite von Kybun oder von Joya. Ich danke dir ganz herzlich. Lieber Karl Müller, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen heute eine sehr bedeutsame präventive Sendung vermitteln, dass man, wenn man Probleme hat mit Knien, mit Hüften, mit dem Rücken, dass man das alles über die Füße ausbalancieren kann und besser natürlich zu reagieren. Bevor das Kind in den Brunnen fällt, wäre das jetzt schon mal zu testen und zu sehen, wie der ganze Bewegungsapparat auf so rückfedernden Sohlen wirklich agiert und wie sie aufrecht stehen und wie sie plötzlich auch die Arme bewegen und wie sie sich dabei fühlen. Also ich kann es nur empfehlen, es einfach mal zu testen und sich mal reinzufühlen, wie Sie damit umgehen können und insbesondere ein großer Segen auch für mich, wenn ich weiß, dass der ein oder andere Mensch da draußen jetzt schmerzfrei gehen kann, ohne Operationen, nur durch das Tragen von solchen Wunderschuhen, kann ich nur so sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.